Hallöchen, hi. Da bin ich wieder. Ja, guck. Seht ihr, man sieht mich morgens und abends. Und ich auch. Wenn man den Anfang und das Ende. Das ist doch super. Ja. Ne? Also ich meine, man soll ja, wie war das? Man soll so aufhören, wie man angefangen hat. Ja. Oder was andersrum. Stimmt tatsächlich. Ist egal? Ist egal eigentlich. Ne? Das ist austauschbar. Funktioniert das so ist, oder das so. Ist, das ist austauschbar. Einfach machen. Ja, einfach. Ja, ja. Genau. Ja. Für mich fühlt es sich noch gar nicht an, als wäre es jetzt Sonntagnachmittag oder Frühabend, wann auch immer das losgeht. Ja, vor allem gar nicht die Uhrzeit irgendwie. Ne? Es fühlt sich immer, auch gestern, als wir gestern Feierabend gemacht haben, da war es ja auch irgendwie kurz nach 7. Hätte ich keine Uhren gehabt und hätte mich gefragt, hätte ich gesagt, es ist 3. Ich muss sagen, ich hatte auch gerade so, ich bin gerade wieder zurück an Stand gekommen, weil ich hatte Mittagspause und danach noch ein Meeting. Bin nämlich zurück an Stand gekommen und war eigentlich so mit einem, ich war doch gerade im Stream. Und jetzt gehe ich wieder im Stream. Ja. So, Moment, jetzt schon vorbei? Nee. Ja, tatsächlich. Und jetzt ist sogar richtig vorbei, denn wir nähern uns dem Ende der Dreamhack. Leider. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Sag mal, Jungs, was war denn euer Highlight der Dreamhack? Ui. Wow. Das ist so wie die Frage, erzähl mal einen Schwung aus deinem Leben. Du stehst so, Wow. Dann fange ich an, wenn ihr es mal nicht wisst. Ja. Mein Highlight der Dreamhack dieses Mal war, wie problemlos die Volunteers gelaufen sind. Denn ich war nahezu arbeitslos, würde ich sagen, zwischendurch. Also wer es im Chat noch nicht weiß, ich bin halt fürs Volunteer-Management zuständig. Und es gibt ja immer so ein paar kleine Regeln, wie die sich durch Pausen ablösen sollen und so weiter und so fort. Und normalerweise hat man im Messebetrieb immer so ein paar kleine Hiccups, wo ich dann mal einspringen muss. Und dieses Mal war so, und läuft, ja, läuft, hat's Pause, ja, hatte ich. Und ich bin immer so, ja, dann gehe ich wieder, okay. Ist auch ein Luxusproblem. Ja. Aber das war definitiv mein Highlight. Und ich habe Schlaf bekommen. Oh ja. Nein. Ich war mehrere Abende so im Bett, dass ich 7 bis 8 Stunden geschlafen habe. Während der Messe. Hier läuft was schief. So macht man das aber normalerweise nicht auf Messe, oder? Nee. Also das ist auf jeden Fall... Das ist halt Indie. Ja, genau. Wollte gerade sagen, Indies schlafen nur, ist ja klar. Also was tun wir denn sonst? Genau. Also bitte. So, genug Zeit zum Nachdenken gehabt? Ja, doch, ja. Also tatsächlich, für mich ist es ja noch gar nicht vorbei. Es fängt ja für dich fängt es jetzt erst wieder richtig an. Erst wieder richtig an, ja. Ich habe ja immer Aufbau und dann während der Messe habe ich sozusagen frei und hilf nochmal hier da so ein paar Brände löschen, wenn ich kann oder so. Für mich geht es jetzt dann wieder los. Aber tatsächlich war auch der Aufbau für mich, selbst für mich so ein Highlight, weil wir halt... Wir waren so schnell. Wir waren irgendwie an den letzten Tag vor der Messe so richtig, konnten wir entspannt den Aufbau beenden und waren hier um, weiß ich nicht, 10:30 raus. Ihr konntet zu 6 die Technik im Streamingstudio testen, weil ihr so wenig zu tun hattet abends. Wirklich? Oder, das war sauber. Oder dieses Musikinstrument bauen aus dem Staubsauger. Ja, wir haben ziemlich viel Scheiße bauen können. Währenddessen, wir haben aus alten Papprollen und einem Staubsaugerrohr ein Alphorn gebaut. Ja, wir können euch leider gerade nicht zeigen, was draußen abgeht, weil die Regie bei uns sitzt. Knöpfe sind kaputt. Ja. Gerade. Nee, aber ich fand auch, also der Abbau war, es war jetzt nicht das, es war das erste Mal für mich, dass ich beim Abbau von Anfang bis komplett Ende, beim Aufbau, sorry. dass ich beim Aufbau von komplett ersten Tag, also wir sind ja schon Sonntagabend angekommen, bis halt jetzt hier bin und im Einsatz bin. Und ich war aber davor schon mal häufiger, dass ich während des Aufbaus dazugekommen bin. Und ich war echt überrascht, wie entspannt es war diesmal. Es lief einfach alles rund. Alles. Ein Lob an das Team natürlich. Ihr habt das toll gemacht. Ich fand es auch einfach schön am Ende. Gerade ich habe so die letzten 2 Tage habe ich mich hauptsächlich hiermit um das Studio auch gekümmert. Und ich fand es so schön, am Ende da zu stehen und zu sehen, es läuft. Wir haben die ganzen Details. Ja, also ich meine, du kannst das ganze Ding aufbauen und es funktioniert. Und dann kannst du es aufbauen und es funktioniert und es sieht gut aus. Ja. Ja, also gut aussehen. Top. Als ich am Freitag das erste Mal hier zum IAB gekommen bin, ich war wieder, es ist jedes Mal bin ich aufs Neue geflasht. Ich finde auch so krass, wenn du den Anfang siehst. Ach, du bist erst während des Abbaus. Ich bin tatsächlich am Freitag erst gekommen. Genau, ich habe mich quasi einfach nur ins gemachte Nest gesetzt. Ja, schäm dich. Ja, es ging zeitlich leider nicht anders. Beim nächsten Mal werde ich... Das nächste muss, glaube ich, Gamescom, ne? Ja, da bin ich wieder eher am Start. Ich muss sagen, wir müssen mal wirklich ein Timelapse-Video machen wieder. Von null auf Stand steht. Oh ja.
Denn das ist so ein krasses Gefühl, diese Leerfläche zu haben. Klar, du siehst den Teppich. Ja. So, vielleicht nicht mal. Ich war jetzt ja da, bevor der Teppich gelegt wird. Und dann das, wenn alles steht, es ist so ein rundes Bild. Während des Aufbaus denke ich mir jedes Mal irgendwann so bei ein, zwei kleinen Details mit, na, wie soll das denn, ja, wie soll das denn schön aussehen? Und dann, wenn es alles steht, ist es ein rundes Ding. Ja. Ja. Richtig, richtig gut. Wie ist das denn jetzt für dich, wenn jetzt nach den Messetagen, wenn du jetzt wieder abbauen musst, wo wir alle sozusagen gerade in die Feierabendstimmung kommen und du musst wieder ansetzen? Ist das ein Problem oder ist das easy für dich, da wieder umzuswitchen? Naja, ich habe ja 3 Tage Zeit, mich mental damit auseinanderzusetzen. Nee, das geht ganz gut tatsächlich. Ja? Ja. Ich finde es immer schwierig, wenn ich eine lange Pause gemacht habe, so eine Down-Phase gehabt habe, dann wieder einsetzen? Ja, das Ding ist halt, es ist, ich versuche ja immer, aber es ist ja nicht so, als wäre Messe selbst nicht anstrengend auch. Also man kommt zwar so ein bisschen runter, oder es ist eine andere Art Stress einfach. Ja, okay. Da hätte ich mal noch eine Folgefrage zu. Wie ist das denn, wenn du jetzt hier 3 Tage lang nicht nur, naja, Pause ist ein bisschen übertrieben, du machst ja nicht nur Pause, du hilfst ja auch so noch weiter, aber man jetzt 3 Tage hier war, und das ja so ein bisschen jetzt schon irgendwie das Zuhause war für diese 3 Tage und man ja auch so ein bisschen eine emotionale Bindung zu dem Ganzen aufgebaut hat und du es jetzt abreißen musst. Ah, also das Abreißen selbst finde ich gar nicht so problematisch, weil da ist einfach bei mir Schalter, jo, Abbau. Du bist herzlos. Ja, in dem Moment schon, aber im Nachhinein, wenn du dann nämlich da raus bist, merkst du halt, oh, wenn ich zu Hause sitze, so alleine, die ganzen Leute sind weg. Oh, dann kommt der Kornblues. Ah ja, der Kornblues. Der Kornblues. Ich muss auch sagen, beim Abbau habe ich weniger das Problem, weil wir so viel ja wieder einpacken. Also wir machen ja die Wände nicht kaputt. Wir laden die Wände nur wieder auf. Das hat so ein bisschen was wie das Zelt wieder einklappen, aber wir bauen das Zelt ja wieder auf. So. Ja. Weshalb ich auch sagen muss, überraschenderweise habe ich hier überhaupt keine... Also es hat irgendwie gar keine emotionale Bindung in dem Sinne mit, oh nein, jetzt vorbei. Wir wissen ja auch, das nächste Event kommt. Das ist immer wieder vor dem nächsten Event. Aber wir schmeißen ja nichts weg. Ja. Ich find den Vergleich mit dem Zelt in dem Fall sehr schön. Ja. Aber den Conblues hier. Ja, der ist unausweichlich. Ja. Erstmal werde ich morgen, ich bin ja morgen auch noch den halben Tag oder naja, bis nachmittags bin ich auch noch beim Abbau dabei. Heute Abend schon im Hotel und spätestens morgen. Es wird von mir abfallen. Ja. Der Adrenalinspiegel wird sinken und es werde K.O. sein ohne Ende. Ja. Und dann wird man sich nichts mehr freuen, als endlich in diesen Zug zu steigen, wegzufahren, mich sozusagen in die Arme von meinem Freund zu kuscheln und Ende. Aber am Dienstag werde ich garantiert aufstehen und mich fragen, was ich mit meinem Tag anfange. Jedes Mal. Ich werde Donnerstag erst aufstehen und denke so, wow. Ich hab's dann immer, dass ich Dienstag so denke, zwar lange geschlafen, aber dann sitzt du da und bist so, und was willst du machen? Ja, man denkt so an die ganzen Leute, die man getroffen hat und die man halt auch das ganze Wochenende treffen konnte. Mhm. Weil sie sind halt alle da und dann weißt du ganz genau, da kannst du hingehen, da sind coole Leute auch Leute, in deren Gesellschaft man sich einfach wohlfühlt. Und dann bist du dienstags irgendwie wieder im Alltag und die sind alle weg und du hast einfach nur so wieder das Normale. Ja. Also was ich festgestellt habe, was nicht gegen einfach. Gegen den Conblues schon mal ein bisschen hilft, sind Ausgleichstage. Ohne Witz, ich habe Urlaub. Ich fahr von der Messe in Urlaub und in Hamburg ins Büro fahren. Nee. Genau, ich will nämlich die komplette nächste Woche nicht im Büro. Das ist eine Mischung aus Ausgleichstagen und Urlaub. Mhm. Muss auch mal sein. Muss sein. Und ich muss auch sagen, dann kann ich erst wieder richtig mit Energie starten. Also, weil sonst bin ich so in diesem Conblues und auch nicht produktiv, wenn ich wieder im Büro sitze. Aber so ein paar Tage runterfahren, entspannen, dann ist alles wieder gut. Alles wieder gut. Wie ist es für dich, wenn du dann nicht mehr so viel reden musst nach so einer Messe? Ja, reden? Oder ich war ja eh nicht so der große Redner dieses Wochenende. Ich war ja dann eher, ich habe ja da gemütlich gesessen und den Leuten beim Reden zugeguckt. Mm, stimmt auch wieder. Ich habe ja kein Mikrofon da, wo ich einfach auch mal reinreden kann. Das ändern wir noch. Ja, das fände ich ganz witzig. Ich war ja tatsächlich dann eher so hinter den Kulissen ein bisschen tätig und die anderen durften auch mal reden, das ist auch schön. Auch in Ordnung. Aber ich durfte tatsächlich... und vielleicht, also ohne den Rest jetzt damit irgendwie in den Schatten stellen zu wollen, aber um auf das Highlight zu kommen, vielleicht waren das so meine Highlights, wo ich dann auch tatsächlich mal
hier auf die Couch durfte und auch einfach mal vor der Kamera ein bisschen aktiv mitmachen. Ja. Da gab es ja doch einige Gelegenheiten zu dieses Wochenende über. Ja. Und doch, das war sehr schön. Das hat sehr, sehr viel. Ich meine, der Rest hat auch Spaß gemacht. Wie gesagt, ich will das damit nicht irgendwie wie runterspielen. Ja. Aber das waren tatsächlich so die Punkte, die halt noch den Ticken mehr Spaß gemacht haben. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich war jetzt ja sehr spontan, auch häufiger im Stream. Ja. Heute nicht so spontan. Heute geplant, muss ich dazu sagen. Ich bin gerade jetzt sehr spontan. Naja, du weißt ja, einmal machen ist toll, ja. Zweimal ist noch tollerer und spätestens beim dritten Mal ist es Institution. Ja, das ist halt, es war so, ist halt so, ne? Freitag war das sein, hier sind eure Getränke, cool, Lotta, setz dich hin, hier ist ein Mikro. Hi. Ach übrigens, wir sind jetzt live. So, und Samstag war das dann mehr so ein, du, ne, so in 20 Minuten sind wir wieder live, hast du vielleicht wieder Lust? Ich bin schon so, ja, Volunteers laufen gerade, ach ja, ne? Oh, ja. Und dann war so ein, okay, können wir das jetzt mal mit dem Spontan so lassen? Und dann, ja klar, hier, Sonntag gehört dir. Und ich bin so mit, okay. Ja, dann machen wir es halt nicht spontan, dann machen wir es halt angekündigt. Genau, dann machen wir es halt angekündigt. Nee, aber ich muss sagen, da hatte ich auch, finde ich auch immer sehr, sehr viel Spaß. Man hat aber auch immer coole Leute hier sitzen. Ja. Von daher, ja, du also bist das, auch cool manchmal. Das war wirklich die Streamer und die Devs, die das ganze Wochenende hier durchs Studio rotiert sind. Mhm. Das war schon ziemlich cool. Das waren wirklich alles sehr, sehr coole Leute. Sehr viel Spaß gehabt. Ja. Tolle Spiele am Start gehabt natürlich. Auf jeden Fall hilft das natürlich auch noch ein bisschen. Also da waren einige wirklich sehr, sehr schöne Sachen bei dieses Wochenende. Ich hoffe auch, dass wenn ich dann jetzt im Urlaub bin, auch ein bisschen Zeit habe, ein paar Spiele nachzuholen. Ja, eins habe ich gestern Abend direkt selber angefangen zu spielen. Welches? Imagine Earth. Oh, schön. Das ist diese Aufbausimulation auf diesem kleinen Mini-Planeten. Das fand ich tatsächlich so toll, dass ich dann direkt gestern Abend Steam auf, Spiel installiert. Schön. Und gestern Abend selber mal ein bisschen gespielt noch habe damit. Ich fühle mich die ganze Zeit immer schlecht, weil ich dann ab und zu halt immer, wenn ich den Entwicklern oder so Getränke bringe und da rumlaufe, die mich dann halt auch immer fragen, ob ich spielen möchte. Und ich bin immer so, ja, aber nein. Ich hatte heute ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ich stand vor Soulborn und habe es mir angeguckt. Mm. Und dann kam der Sven hinzu und fragte mich, ob ich schon was gefrühstückt hatte oder so. Und dann kam eine von den Entwicklerinnen auf uns zu und dann haben sie dieses Spiel gepitcht und haben es erzählt und erzählt. Und dann sagte der Sven irgendwann so, ah ja, cool. Und gefällt dir unser Stand? Und ich wusste gar nicht, dass wir dazu gehören. Das war peinlich. Das war sehr süß. War schön. Aber war ein guter Pitch. Aber schön, das ist doch die Hauptsache. Wenn es ein guter Pitch war, ja, ist doch super. Dann zählt das. Oh ja, es werden schon Links gepostet, wo man die Spiele nochmal direkt spielen kann. Genau. So gehört das. So gehört das. Ich muss das sagen, ich habe einige Spiele gesehen, wo ich auf jeden Fall nochmal reinschieben muss. Ja, es gibt einiges, wo ich auf jeden Fall ein Auge drauf halte. Ich habe immer brav mitgeschrieben, so, oh, cool, da musste man ein Auge drauf. Hoffentlich kommt das bald raus. Ja. Da gibt es, die Liste ist tatsächlich wieder nicht kurz diesmal. Aber das ist tatsächlich so ein roter Faden, der sich jedes Mal, wenn ich irgendwie mit dem Indie-Arena-Booth zu tun habe, das sind so viele Spiele, wo man sich dann denkt, oh, nice, da muss ich ein Auge drauf halten. Man geht aber auch immer mit guten Ideen zurück. Ja. Also auch weil wir immer so viel Verschiedenes haben, auf jeden Fall. Ich denke auch, das ist eine Sache, die man, egal bei welchem Event, wo wir beim IAB sind, irgendein Spiel passt immer zu jedem. Auf jeden Fall. Ich bin auch immer, wenn ich zurückkomme von so einem Event, denke ich auch immer, ich bin da Bock, selber was zu machen. So was anzuschmeißen, so in die Tastatur zu hauen, irgendwas auszuprobieren. So. Ja. Ja, ich werde das ab nächste Woche wieder tun. Selber machen? Selber machen, ja. Okay. Sehr gut, sehr gut. Wir wollen Ergebnisse sehen. Ja, wir hoffen. Wir haben ja ein Projekt, also ein Spieleprojekt, an dem wir arbeiten. Mhm. Und wir müssen halt jetzt gucken, dass wir das auch finanziert kriegen. Also dass wir halt trotzdem uns noch so ein klein bisschen, ein bisschen Geld am Ende des Monats auszahlen können, von dem man mal so eine Miete bezahlen kann. Mhm. Und wir hoffen tatsächlich, dass wir da zum Beispiel durch eine Förderung, ist ja auch immer ein Thema, die Möglichkeit kriegen, dieses Jahr Vollgas zu geben und den Prototyp fertig zu kriegen. Weil wir dann uns mit dem Prototyp tatsächlich selber für nächstes Jahr am IAB mal für einen Stand bewerben. Ich wollte gerade sagen, das klingt aber sehr, als könnte, aber dann können wir dich hier nicht mehr so gut einsetzen. Aber ich drücke euch trotzdem. Wir sind ja nicht alleine. Also ich bin ja nicht, wir sind ja mehrere und
Dann gibt es da noch ein paar Leutchen, die helfen. Also das kriegen wir auf jeden Fall unter einen Hut. Vielleicht das, könnte man da auch Volunteers passt. Platzieren. Ja, zum Nee, aber ich drücke die Daumen. Wäre ja auf jeden Fall super cool, wenn du dann auch selbst da bist. Oh Gott, es kommt eine Frage. Wieso habt ihr noch was auf der Messe eingebaut? Wozu war die wir Frage? Wir haben ganz viel auf der Messe eingebaut. Ja, 1 Million Dinge haben wir auf der Messe eingebaut. Ja. In Einzelteilen und großen Teilen. Ja. Ich glaube, da muss noch mal die Frage genauer gestellt werden. Was eingebaut? Sehr schön, dass man unseren Namen noch mal sieht. Ja. Vielen Dank. Ja, meistens ist es so rum, dass man irgendwann mal, meistens kennt man die Leute aus dem Internet und wenn man sie trifft, hat man endlich mal ein Gesicht zum Namen. Jetzt haben wir endlich mal einen Namen zu den Gesichtern. Ich habe tatsächlich immer noch Leute, die ich jetzt mittlerweile aus dem Chat so, sag ich jetzt mal, die Namen zuordnen kann ein bisschen oder sie wiedererkenne. Aber wenn die in Person vor mir stehen würden. Zur Not tut es auch immer ein freundliches Hey du. Hey du. Freundlich winken kann ich. Auf jeden Fall. Genau. Hattest du es geschafft, dir die LAN-Halle anzugucken? Ja. Ja, und? Ja, doch. Also tatsächlich, ich war gestern da und heute glaube ich noch nicht. Nee, also ich weiß noch nicht, wie es da riecht. Mir wurde gesagt, es soll am Ende. In der Halle selber eigentlich. Also in der Halle selber merkst du es eigentlich nicht. Okay. Weil ich meine, die haben eine Messelüftung. Also ja. Die wälzen da die ganze Zeit die war alte Luft Jahr raus, kaputt. Frische Luft rein. Das, ja. Das, ja. Das geht schon. Nee, aber geht schon. Sag mal, weißt du, die haben, also ich war da, das sieht aus wie ein Casino so ein bisschen. Und ganz viele haben da diese grünen Kakteen, weißt ja. du, wo die herkommen? Was ja. ist das? Die kannst du als Sonderoption zu deinem Seat dazu buchen. Also wenn du dein LAN-Seat gebucht hast, dann gibt es eine Weile später, kannst du dann noch so ein paar Zusatzoptionen buchen. Zum Beispiel eine Kaffee-Flatrate oder das Frühstückspaket, dass du samstags und sonntags morgens so ein kleines Care-Package zum Frühstücken bekommst und ja. so Sachen. Mhm. Und da gibt es unter anderem auch zwei, ich glaube dieses Jahr sogar drei Sorten von Kakteen, weil der Kaktus ist so ein bisschen das Maskottchen der DreamHack, oh, zumindest ja, der DreamHack Leipzig. Ja, das stimmt. Okay. Und du kannst entweder einen echten Kaktus, also so richtig mit, den musst du schon ab und zu mal gießen und der piekst, den Leuchtkaktus. Leuchtkaktus. Und oder dieses Jahr hatten sie so einen ganz, ganz kleinen Mini-Kaktus, den du dann als Schlüsselanhänger benutzen kannst. Okay, weißt du, wieso Kaktus? Wo kommt das her? Ich glaube, das war so ähnlich. Der war einfach, irgendwann mal einer hat ihn mitgebracht. Wie wir, weißt du, bei den Volunteers diesen vibrierenden Hund hatten, bevor wir ihn verloren haben. Wieso haben wir keinen mehr? Die kann man nicht mehr nachkaufen. Ich habe die neulich mal irgendwo. Es wurde geguckt, gefunden. Vielleicht sind sie wieder. Aber das hatte auch, das hatte ein Volunteer mit und alle fanden ihn so witzig, dass er zum Volunteer-Maskottchen wurde. Oder bei Merck stand. Da haben wir auf der, oh Gott, jetzt lass mich lügen, ich glaube auf der Leipziger Buchmesse, als Fotoprop so ein Flamingo gehabt. Und der Flamingo war aber so empfindlich, dass wir gesagt haben, okay, wenn die Leute den ständig hochnehmen für Fotos, dann ist der so schnell kaputt, wir tapen den jetzt hier ins Eck. Ja? Und das Resultat war, er ist auf jedem Foto drauf, auf jedem. Und wir dann danach meinten, okay, alles klar, das ja, ist Flamago, ja? Damit man mal Mac da reinschreiben kann. Genau. Und Flamago hat mittlerweile einen eigenen Button, ist auf jeder Messe dabei und wurde zum Sidekick. Hat er auf der Mac auch einen Sticker? Und wenn nein, warum nicht? Es kommt ja eine neue Mac. Ich werde es mal einwerfen. Ja. Er hat es immerhin schon auf einen Button geschafft. Ja, das ist schon mal ein Anfang. Macht ne? ihn schon sehr offiziell. Schon Anfang, das ja. muss man dazu sagen. Ja. Und ja, ich Fall. Möchte ein Kleid tragen. Ja. Ja, das hatten wir heute Morgen. Ne? Ja, aber nicht irgendein Kleid. Nein, ein Lolita-Kleid. Ja. Wir haben das schon gesagt. Ich wusste auch gerade bei dem, ob ich welche erkennen werde. Groß Venor würde ich gerade so erkennen. Das ist aber auch ein Heimspiel. Den kenne ich tatsächlich. Fies gemacht. Aber ich weiß nicht, ob bei den anderen auf der Gamescom, ihr müsst euch dann aber eher mit eurem Nickname vorstellen, sonst wird es kritisch. Sonst habe ich so ganz viele Leute, die vor mir stehen mit na. Ja, echte Namen sind auch vollkommen überbewertet. Das Popcorn müsste mittlerweile genießbar sein, weil es jetzt lang genug von den Scheinwerfern gebacken worden ist. Oh ja, schön. Ich glaube, mittlerweile ist das so richtig schön klebrig und bappig und ich habe es ja schon kommen sehen, dass gestern die Strolche, als die Strolche dann hier ihren Abschlussslot gemacht haben, ich bin ja schon froh, dass die sich damit nicht beworfen haben. Ich habe das schon kommen sehen, dass die sich mit dem Zeug bewerfen. Ich würde sagen, wenn man die Schüssel umdreht und das Popcorn bleibt drin, dann ist es gut. Ja, das ist
Genau. Das ist der Qualität, soll ich mal Qualitätskontrolle. Das machst aber du sauber. Das könnte dir sogar passieren. Ja, wahrscheinlich. Nein, das Lustige ist ja, der ganze Dreck, der liegen bleibt. Wir rollen den Teppich ein, lassen den Dreck drin und schmeißen wir das weg. Das kann man doch keinem erzählen. Also der Teppich ist tatsächlich eins der wenigen Sachen, die wir wegschmeißen. Ja, also ist leider tatsächlich so eine Sache, ja. Es lässt sich aber, glaube ich, auch nicht, das klingt jetzt im ersten Moment von wegen, was, warum schmeißt ihr immer so viel Teppich weg und Umwelt und hallo da draußen, ne, wo wir gerade bei der Umwelt sind. Wir haben auch hier eine Umwelt da draußen, die grüßen wir natürlich recht herzlich. Aber ich glaube, es lässt sich nicht vermeiden, weil es ist halt Messeteppich und der ist halt, selbst wenn es nur ein Wochenende ist, der ist durch, der ist einfach der vorbei. Der ist echt wirklich durch, ja. Ich meine, ich habe den Teppich nach einer Gamescom gesehen, das ist dann eine ganze Woche. Nicht schön. Der ist so durch, dass du ihn eigentlich noch nicht mal mehr wegschmeißen kannst. Ja. Also wenn ich auch so viele Leute immer sehe, die dann auf dem Teppich sitzen auf der Gamescom, denke ich mir auch immer so, Die haben den halt noch nicht gesehen, genau, wenn abgebaut wurde. Wenn ihr wüsstet, genau so in dem Sinne. Ich muss auch sagen, wir haben hier vieles, wo wir jetzt darauf achten, dass wir es recyceln. Oder reusen. Ja, eigentlich ja fast alles. Fast alles. Also es sind halt auch die Banner, die man hier im Hintergrund sieht, zum Beispiel, sind gleich. Ja, genau. Die Wände, die wir immer wieder einpacken, genau. Die Möbel, die wir einpacken. Ich meine, die Couches sind ja auch schon ein Klassiker. Ja. Wir stocken ja eigentlich nur auf. Wir werden ja auch irgendwie nur größer und nicht wieder kleiner. Das ist auch sehr, sehr faszinierend. Von Jahr zu Jahr, gerade auf der Gamescom konnte man das sehr schön beobachten. Am Anfang der IAB, so relativ übersichtlich, so ein paar nette Indie-Games, auch das aber schön hier. Irgendwann wird es größer. Und ich glaube mittlerweile, wie viel habt ihr? 1500 Quadratmeter? Das war auf der Gamescom. Ja, meine ich. Ja. Ne? Also war so klein, dass ich ihn nicht gefunden habe. Wir hatten Wahnsinn. 1500 Quadratmeter auf der Gamescom. Das ist eine Hausnummer. Wir hätten mehr füllen können. Ja. Umwelt. Easy. Also mal abgesehen davon, dass man dann viel mehr organisieren muss. Ich hätte nicht mehr aufbauen können. Oh, ihr wart auch wirklich hart im Einsatz. Also kann ich ja mal erzählen, ich sag mal Highlight, also es war schon sehr interessant, die Situation von der Gamescom letztes Jahr beim Aufbau, war ja, dass ich irgendwann ins Streaming-Studio gegangen bin und hieß, ich brauche noch einen Fernseher. Ich sage, okay, den Fernseher baue ich euch noch auf, dann gehe ich ins Bett. Wie? Ich war nicht schlafen und dann stehe ich irgendwann vor dem Stand und Lee Floyd fährt auf seinem Longboard mit so einer Kaffeekanne an mir vorbei. Ja, also Gamescom ist wirklich crazy. Dafür ist die Ausnahmezustand. Ich bin super froh, dass die Dreamhack dafür so entspannt ist. Ja. Also das ist auch wirklich eine sehr, sehr angenehme Messe. Super nette Leute, auch wieder heute. Also ich habe überhaupt keine Probleme gehabt mit keinem Besucher irgendwie. Es gab keine Eskapaden, sage ich jetzt mal. Und auch einfach entspannt beim Aufbau. Und es wird auch entspannt beim Abbau. Das zieht sich jetzt so durch, haben wir beschlossen. Ich glaube, der Abbau wird ganz gut, ja. Ja, und ich meine, dieses Mal haben wir nur, in Anführungszeichen, 500 Quadratmeter. Ist ja easy. Genau, wann haben wir denn rein, also jetzt wahrscheinlich auf die Gamescom bezogen, wann haben wir denn rein rechnerisch die ganze Halle? Kommt noch an welche Halle? Ja. Ich weiß gar nicht, wie groß die Halle ist. 10-2, die ganze 10-2. Ja, wobei die ganze geht nicht, weil die Retro-Area ist ja auch noch da. Ja, wir müssen. Und die sollte man so ein bisschen, der Rest kann ruhig raus. Auch so ein bisschen Essen finde ich auch in Ordnung, dann müssen wir nicht so weit laufen. Ja, gut, die sind ja in diesen, in Köln, diese Zwischen-Dingsies da, die sind ja eh fest montiert. Die sind ja auch da. Genau. Aber sonst, mein Gott, wie schnell sind wir gewachsen? Aber wahrscheinlich rein rechnerisch. Gibt uns noch 5 Jahre und dann gehört uns die Halle. Also ich hätte ja gerne... Oder die ganze Gamescom. Wo ist denn der Indie-Arena-Bus? Ja, Halle 10-2. Okay, wo denn da? Ja, Halle 10-2. Ich hätte ja ganz gerne einen Stand, der um so einen Fahrstuhl rum ist. Und dann integrieren wir einen Fahrstuhl von der Messe einfach in den Stand. Ja. Auch nicht schlecht. Nach so einem zweistöckigen Stand. Halle 10-1 und 10-2. Kann man einfach so, dass man so direkt Etagen zu uns kommt. Ja. Man braucht überhaupt nichts anderes mehr sehen. Genau. Wir sind sowieso das Highlight. Offiziell. Ja, das stimmt. Best Booth 2019. Gibt es da wirklich Leute, die mein Waschbecken-Aufbaustream noch kennen? Das ist ja faszinierend. Es gibt immer noch Leute, die mich aus dem Aufbaustream kennen. Also es werden auch Leute sein, die deinen Waschbecken-Aufbaustream gesehen haben. Eigentlich hätte ich den mal klippen müssen. Das war legendär. Ja, haben wir den nicht geklippt? Weiß ich nicht. Es ist so viel Lustiges passiert. Erst fällt mir die Schranktür ab.
dann bricht mir der Bohrer ab. Ich muss aber ist alles meine Schuld. Ich muss aber auch wirklich sagen, dass ich da einfach immer nur so vorbeigekommen bin und du hattest irgendeinen neuen Schabernack getrieben. Ja. Ich habe versucht zu arbeiten. Versucht. Das war kein Schabernack. Versucht. Trifft es wirklich gut. Nee. Sonst bist du ganz kompetent. Ja, sonst. Aber Waschbecken? Gut, dass es hier jemand anders gemacht hat. Das war schon fertig. Psst. Die Indie Arena Con. Ja. Oh Gott. Wow. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen oder fürchten soll. Also eigentlich. Aber ist es dann noch Indie? In einem sehr, sehr weiten Sinne. In einem sehr, sehr weiten Sinne ist das ja eigentlich die Mac. Stimmt. Weil das Kernteam, das dahinter steht, hinter IAB und Mac, ist das gleiche. Das stimmt. Und ich bin mal so frei und behaupte, das ist auch der Grund, warum die Mac so ein Erfolg ist. Oh, danke schön. Aber es stimmt tatsächlich. Ich habe das auch, das wissen immer viele tatsächlich noch gar nicht, was ich aber auch verstehen kann. Die Marken, die man nach außen sieht, ihr seht den Indie Arena Boost oder ihr seht die Mac, aber der steht halt nicht immer fett auf dem Banner drauf, übrigens Supercrowd, ja, Entertainment, genau. GmbH, so. Da steht zwar schon an manchen Ecken und Kanten, aber wir pflastern das halt nicht so zu. Aber es ist tatsächlich, wir haben Leute, die nur bei dem einen, also nur in Anführungszeichen, für das eine Projekt zuständig sind oder für das andere, aber es ist eine kleine Startup-Firma. Ja. Hallo, es ist immer so. Die meisten von uns, mich eingeschlossen, arbeiten für beide Projekte. Genau, du machst, glaube ich, auf der Mac machst du Volunteers, IAB und Mac generell, ne? Genau. Ja. Auf der Mac bin ich aber tatsächlich auch noch für andere Dinge zuständig. Da leite machst ich du noch mehr? Ja, genau. Reicht ja noch nicht. Nö. Also, es wird ja mir sonst langweilig. Ja, eben. Ja, ne? Also, ich bin auf der Mac zum Beispiel auch für die Leitung von Artistry zuständig. Also, ich kümmere mich um alle Zeichnerstände. Und leite da unser kleines Projekt, was ein bisschen wie der IAB ist, nur für Zeichner. Ja, schön. Genau. Und es war schön. Dankeschön. Sehr viel Herzblut reingeflossen. Nee, aber das ist tatsächlich, bei der Magma habe ich halt auch die Volunteers. Und auch tatsächlich, mittlerweile überschneidet es sich. Wir haben einige Volunteers von der Mac nun auch hier. Und da der IAB auch auf der Mac ist, haben wir auch die IAB-Volunteers da. Aber tatsächlich, jetzt hier sind auch im Einsatz einige ehemalige Mac-Volunteers. Ich glaube, es sind einfach super Crowd. Ja. Und der Typ da draußen hat eine sehr geile Hose. Wir können leider die Kamera gerade nicht umschalten. Nee. Oh, wow. Der hat sich mit Energy-Drinks in die Hosentasche passen zwei Energy-Drinks in eine Hosentasche. Beste Hose. Krass. Fünf? Sieben? Wow. Ja, diese Hose hat viel Staub. Ey, wie hast du das Klebeband an der Seite festgemacht? Ist das dafür da? Ich habe mich immer gefragt, wofür ist diese Lasche? Ich muss das mal ausprobieren. Das ist praktisch einfach so einfach abreißen und irgendwo drauf batschen. Ich finde die Hose so cool, weil ich habe die auch. Ihr könnt gleich ihr Partnerlook. Ja, ich habe sie in lang. Ah. Ja, ist dann so Semi-Partner. Ja, bei den Temperaturen kann ich aber auch verstehen, warum man eigentlich lange Hosen anhat. Ja. Ja, gerade hier. Nee, ich mache das tatsächlich, weil wenn du dir einmal irgendwo das Schienbein aufschrumpfst, hast du keinen Bock mehr. Ja. Ich muss auch sagen, ich bin ja normalerweise, falls es nicht aufgefallen wäre, eher so ein Strumpfhosenträger. Und meine Anfänge im Auf- und Abbau waren auch noch in Strumpfhosen. Ja, dann hast du gedacht, jetzt muss die Arbeitsstrumpfhose her. Und dann habe ich, mir auf der Gamescom zwischen zwei, da habe ich die Getränkekästen bewegt, palettenweise. Und da waren ein Kasten in der Mitte so leicht verschoben. Mhm. Und ich habe mir die ganze Zeit immer easy, dann halt kurz mit dem Bein ein bisschen Gewicht gegen und die halt wieder reingeschoben. Tausendmal gemacht, tausendmal nichts passiert, ja. Und dann kam das 1001. Mal. Genau. Und dann habe ich es gemacht und klemmte mir so ein langes Stück Haut zwischen den Kästen ein. Es war nur so ein kurzer stechender Schmerz. Ich dachte so, what the fuck? Oh, so schön, wenn der Schmerz nachlässt. Oh, und es sah aus fast wie ein Schnitt, aber es war ein blauer Fleck. Hm. Aber halt wie ein Schnitt, so dünn und so lang. Und danach, ich bin von der Gamescom nach Hause gekommen und meinte zu meinem Freund, du brauchst Arbeitshosen auf der Arbeit. Kann ich dir eine klauen für die nächste Messe? Und seitdem bin ich nur noch in Arbeitshose und mit Stahlkappenschuhen auf dem Bau. Weil, tut das nicht, Leute. Ja. Es war wirklich schmerzhaft und es war so unnötig, weil man hätte es ja ahnen können. Ja. Warum bin ich denn in Strumpfhosen unterwegs? Aber jetzt habe ich es gelernt. Manchmal muss man es auf die harte Tour lernen. Ja, jetzt habe ich halt immer Arbeitshosen an und tue nichts. Man kann nicht...
verletzt man sich aber auch nicht mehr bei. Also man kann ja nicht alles haben. Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Auch die Stahlkappenschuhe habe ich noch nie gebraucht. Außer, ich habe festgestellt, ich weiß nicht, ist das mit allen Stahlkappenschuhen so? Wenn ich mit den Stahlkappenschuhen wogegen trete, verletze ich mich am Zeh. Nee, dann sind die zu klein. Okay. Oder die sitzen nicht richtig. Nee, ich habe das nicht. Ich habe damit gegen Kästen getreten und seitdem tut mir der große Zeh weh. Das ist nicht gut. Nee, also ich trete oft genug gegen Sachen, also mit voller Absicht, weil ich keine Lust habe, mich zu bücken und da zu schieben. Das geht auch mit dem Fuß einfach. Ja, einfach mal feste gegen. Einfach mal gegen. Nee, aber da, also ich habe auch, ich bin auch sehr zufrieden mit meinen Schuhen. Ich hab, wir werden hier abgelichtet. Ich habe mir glücklicherweise vor der Gamescom letztes Jahr neue geholt, weil meine im Lager schon, die ich bis dahin hatte, sind einfach kaputt gegangen. Ja, ich sollte mir vielleicht mal eigene kaufen, denn zur Erklärung, ich trage immer noch die Arbeitshosen von meinem Freund, weil ich mir einfach nicht... Wir haben komischerweise die gleiche Hosengröße und auch die gleiche T-Shirt-Größe, was aber einfach... Praktisch. Ja, es ist, er ist halt größer als ich, aber dadurch, dass Jungs-T-Shirts ein bisschen enger geschnitten sind, ist es mit meiner, ist einfach so Oberweite, dass ich das gleiche T-Shirt-Größe habe, obwohl wir gar nicht den gleichen Körperbau haben. Bei den Beinen das gleiche. Er ist halt größer als ich, hat aber kürzere Beine im Verhältnis. Zu meiner Körpergröße habe ich halt lange Beine, weshalb mir seine Hosen passen. Total absurd. Ja, perfekter Mittelweg. Ja, perfekter Mittelweg. Oh, das ist eine gute Frage. Ja. Die sollten wir mal die liebste Fritz-Cola-Sorte. Ja. Bei mir wäre es Traube. Traube ist aber gerade nicht vor Ort. Dann ist es Orange. Immer. Die Traubenschorle ist tatsächlich mein zweiter, also ein sehr, sehr enger, dichter, knapper zweiter Platz. Auf der 1 steht bei mir die Honigmelone. Hm. Oh, die mag ich, aber sie ist mir ein Ticken zu süß für immer. Da habe ich immer so eine am Tag als kleines, ne? Ja. Aber die kann ich nicht die ganze Zeit trinken. Aber Traube, ich habe mir schon gleich was fürs Traubenschorle ist super, ich habe mir gleich was fürs Büro gesaved. Also ich find ja die, ich weiß, ist das eigentlich... Doch, Mischmasch ist auch Fritz, ne? Ja, Mischmasch ist auch Fritz. Ich mag es ganz gerne und ich finde tatsächlich auch Orange sehr, sehr geil, weil Orange erinnert mich immer vom Geschmack her an Capri-Eis von früher. Oh ja, stimmt, das schmeckt ein bisschen wie Capri-Eis. Es geht schon in die gleiche Richtung. Ich habe am liebsten habe ich die Capri-Eis-Variante mit diesem Sahnecreme innen drin Eisfüllung. Also wo du, wo du das Orangenzeug halt quasi als sehr, sehr dicke Außenschicht hattest, und innen drin dann dieses das weiße. Oh. Wir brauchen einen Eissponsor. Wir brauchen einen Eissponsor. Erst HelloFresh und dann einen Eissponsor. Ja. So, Jerry and Berries? Nee, irgendwie so ähnlich. Fritz Knoppers. Oh, Knoppers. Ja. Immer. Es kommt geflogen. Ja, fast. Das Ding ist, ich habe halt immer noch den von heute Morgen in der Tasche. Und das Lustige ist, der ist halt schon weich. Aber ich lasse den wieder fest werden und dann esse ich den noch. Der ist bestimmt gut platt. Den kannst du löffeln. Guck mal hier, kriegst du Ersatz. Guck mal, du kannst Ersatz haben. Kann ich das ist, glaube ich, das, ich bin ja Knoppers Profi, das sehe ich aus der Entfernung, das ist Erdnuss. Also das nicht der, den du gerade eben gezeigt hast, war Erdnuss, richtig? Ja, eindeutig. Die orangene Seite. Ja, ne? Ja. Ich verstehe kein Wort, aber es ist bestimmt richtig, was du sagst. Ah. Ja, komm, hepp. Nehme ich. Ich habe gerade schon gesehen, dass der Mo irgendwie stapelweise Energydrinks dahingestellt. Kriegen wir jetzt gerade irgendwie massenhaft Zeug geschenkt? Nein. Das passiert nie auf Messen. Du kriegst auf Messen nichts geschenkt? Wo sind wir denn hier? Ich habe vorhin schon gesagt, auf Messen hat Fritz Cola etwas von Währung. Denn, wow, jetzt kommen hier Knoppers geflogen. Mega. Bei den ganzen Sorten. Oh geil, Erdnuss und Kokos. Das sind genau meine beiden Lieblingssorten. Ich dachte, es gibt keine Kokos mehr. Doch. Die sind immer selten. Ich habe vorhin nur... Ja, leg mir mal zur Seite. Ja? Weil Kokos ist tatsächlich... Die sind richtig geil. Mhm. Womit wir wieder bei einem engen zweiten Platz... Das wäre dann die Erdnussversion. Also ich meine, die normalen, die Standard-Knoppers-Dinger waren ja schon fast waffenscheinpflichtig. Mhm. Die waren ja schon richtig geil. Und jetzt diese neuen Variationen, die Sorten, die daraus gebracht haben. Ja. Also, wie gesagt, Kokos, ich mag Kokos sowieso. Kokos ist in allem gut. Ja, Kokos ist einfach außer super. Außer in Kokosnuss. Und Erdnuss ist halt... Das enttäuscht mich auch immer, muss ich gestehen. Was? Also ein Hoch auf Geschmacksverstärker. Ich finde, echte Kokosnuss schmeckt irgendwie nicht nach Kokosnuss. Nee. Ja. Also das ist jetzt so dumm, natürlich, man ist einfach nur an diesen Geschmacksverstärker gewöhnt. Aber Kokos-Geschmacksverstärker finde ich geil. Ja, super, ne? Aber Kokosnuss pur ist so...
was will ich damit? Können wir bis nächstes Jahr eine Fritz-Kokosnuss haben? Oh Gott. Oh. Wir hoffen, ja, bitte. Wir hoffen, dass Fritz bitte. Jetzt zuguckt und wir sprechen sie nochmal drauf an, ob das möglich ist. Bitte. Ja. Ja. Ja, eindeutig. Ich muss würde sagen, sie freiwillig trinken. Auch jetzt mit den ganzen Sorten, du findest immer was für das, jeden. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr geil. Die haben ja eine immense Auswahl. Mhm. Ne? Du hast ja oft, hast du es ja irgendwie bei diesen Getränkeherstellern, ja, dann haben sie mal eine Variation hier, mal eine Variation da. Aber Fritz hat ja direkt gesagt, nee, wir machen jetzt hier, wir machen Großsortiment und die, was die an unterschiedlichen Sorten haben, also Wahnsinn. Und du kriegst damit auch immer neue Freunde. Ja. Du findest auf Messen immer, wenn du mit Leuten ins Gespräch kommen möchtest, so rum, wow. Oder einfach tust. Genau, einfach tust. Du hast immer dann dieses, hey, willst du was trinken? Und du hast immer etwas Passendes da. Ja. Und wenn sie dann nichts Süßes wollen, dann haben wir Bitburger. Ja. Ideale Mischung. Wer will schon Wasser und oder das sowas? Dürfen sie sogar auf der Arbeit trinken bei 0,0. Ja, und Kinder. Ja. Das hatten wir auch schon, nämlich heute die Frage, wo eine Mutter da war mit ihrem Kind. Und ich meinte, ja, auch ihr Kind darf das trinken. Ja, ist okay. Ist fast aber wie Limo, schmeckt nur nicht so gut. Die ich sage nicht, dass es schlecht schmeckt, aber ich mag Limo halt einfach lieber. Ja, okay, darauf können wir uns ein. Ich bin eigentlich eher der, sage ich jetzt mal, herbe Fassbrausentyp. So. Ja. Von daher geht das eher in die richtige Richtung. Ich bin auch nur auf Messen so richtig in Süßkram. Das gibt einem so den Push. Vielleicht soll ich echt mal Bitburger trinken statt Fritz. Weil manchmal ist mir Fritz auch einfach, also nicht grundsätzlich, aber so, wenn du es den ganzen Tag trinkst, irgendwann ist es sehr süß. Ja. Du musst die Mischung machen tatsächlich. Das haben wir festgestellt, ist das Beste. Du trinkst so Fritz und wenn du dann denkst, oh, jetzt hatte ich aber schon ein bisschen oft Fritz, dann nimmst du Bitburger und dann kannst du wieder, wieder wechseln. Dann läuft das, ne? Ja. Ideale Kombi. So, Dauerwerbung. Perfekt. Werbesendung zu Ende hier. Nee, also von daher, das läuft auf jeden Fall sehr gut. Tatsächlich wird es auch langsam so weit, dass wir schon zusammenräumen müssen. Oh, weia. Weil wir gleich anfangen abzubauen. Leider. Die Messe leider. Ist, oh, ich muss schon mal winken und Leuten Tschüss sagen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Komm gut nach Hause. Volunteers auf dem Weg nach Hause in die Freiheit. Nee, tatsächlich ist es so, die Messe geht noch weiter bis 18 Uhr. Ja. Und danach stand für uns direkt der Abbau, aber das Streamingstudio wird schon ein Ticken früher abgebaut, damit wir mit der Technik überhaupt hinterherkommen, bevor damit, die Wände abgerissen genau, werden. Damit die Wandabreißer direkt loslegen können und nicht noch über unsere Kabel stolpern und ja nichts machen können, weil hier noch, keine Ahnung, teilweise sehr teure Hardware im Weg steht. Exakt. Deswegen verabschieden wir uns sozusagen schon. Oder nicht sozusagen. Wir müssen, ne? Können wir noch ein bisschen länger machen, dann, weil ich muss gleich arbeiten. wir können gleich so tun, okay? Wir beenden den Stream, aber bleiben hier noch dekorativ sitzen. Ja. Dann merkt das keiner. Genau. Dann merkt keiner, dass wir schon aufgehört haben. Ja, draußen, die wissen doch nicht, ob der Stream noch läuft oder nicht. Ja. Außer, dass sie uns hören. Ja, dann werde ich mich schon mal vorab ein bisschen verabschieden. Ich werde dann mal hinten zu meinen Knöpfchen gehen, damit, wenn ihr dann mit eurer Verabschiedung fertig seid, alles ich dann gut. auch den Chat und das Internet in den wohlverdienten Abend entlassen kann. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Dann danke. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, wie man so schön sagt. Sehr, sehr schön. Ja, auch nochmal vielen lieben Dank an den Chat, dass ihr den ganzen Tag über doch so schön und auch aktiv vor allem da wart. Ja. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Tschüss. So. Dann müssen jetzt auch wir Ende machen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Fürs fleißige Zugucken und auch fürs Winken an der Scheibe und dem Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen auf der Dreamhack oder hier, die live sind. Genießt noch die letzte Stunde, die ihr habt. Trinkt so viel ihr wollt. Dafür ist es da. Ja, was ihr trinkt, müssen wir nicht mitnehmen. Genau, was wir trinken, müssen wir nicht mitnehmen. Also, ne? Nein. Und wir beide bereiten jetzt den Abbau vor. Yes. Bis dann, ihr Lieben. Bis zur nächsten Messe.